So. Jetzt haben wir ja auch wieder eine Menge Holz. Sehr schön. Dann geht's mal los. Ja, es sind direkt weniger von den Harpien, genau. Ach ja. So, und jetzt habe ich kein Thema. Toll, ne? Was könnte ich euch denn so erzählen? Nein, Harpien! Nicht schon wieder. Du nervst, du nervst. Ich habe das immer noch nicht gelernt, ne? Es gibt, glaube ich, einen Button für die Waffe, aber ich krieg's einfach nicht hin. Da müsst ihr einfach mit leben, dass ich das nicht hinkriege. Wow, ich muss ja auch damit leben, von daher. Oh nein, och, die ollen Harpien, wieso nur? So kommt man ja nicht voran, muss ich ja echt mal sagen. Ist doch total umständlich. So, aber zum Glück haben wir jetzt so eine tolle Waffe. Wenn wir die nicht hätten, würde es noch viel länger dauern. Ach ja. Oh, na, los. Ja, also, ich glaube, ich hatte schon mal erzählt von Ghibli-Filmen, die ich total liebe. Ja. Dann hatten wir letztes Mal Video-Dinger. Ach, übrigens, nochmal als Nachtrag zu Lore-Film. Ich habe dann meine Kündigung rückgängig gemacht, weil sie nämlich sinnlos war. Weil die netten Jungs und Mädels von Lore-Film haben mir so am 1. Juli nochmal eine DVD zugeschickt. Und es hieß, in meinem Konto, ich muss bis zum 2.7. alle Filme zurückschicken, damit meine Kündigung rechtskräftig wird. Hallo? Ich kann doch unmöglich zum 2.7. einen Film zurückschicken, den sie mir am 1.7. geschickt haben. Das war voll die Verarsche. Naja, dann dachte ich mir, okay, wenn ich schon für noch einen Monat jetzt bezahle, was ja dann der Fall ist, dann wenigstens mit vollen Optionen, also auch mit dem Streamdienst noch. Also werde ich nochmal neu kündigen. Ich fasse es einfach nicht. Also, keine Ahnung. Eigentlich schon nett von mir, dass ich es so mache. Ich könnte mich auch einfach beschweren. Aber irgendwie haben sie mir dann auch noch einen extra Film geschickt. Blabliblublub. Oh Mann. Man kommt aus diesem Video-Streaming-Scheiß echt verdammt schwer raus. Ich fasse das einfach nicht. Also Watch Ever war kein Problem zum Glück. Das habe ich ja wieder abgemeldet, also mich wieder, habe ich gekündigt, weil, ja, weil das gar nicht so gut lief auf meiner PlayStation 3. Irgendwie manchmal lief was, manchmal lief es nicht. Hatte jetzt auch nichts mit der Internetleitung zu tun, weil sonst würden ja nicht manche Dinge laufen und andere Dinge nicht laufen. Dann würde gar nichts laufen, wenn es die Internetleitung wäre. Aber zum Beispiel wollte ich Harper's Island anfangen, ging nicht. Harper's Island lief nicht. Aber irgendwelche Filme liefen, aber manche Serien dann wieder nicht. Och Mann, es ist echt zum an den Kopf fassen und denken, was soll der Mist? Was soll das denn? Naja. Genau, das als kurzer Nachtrag zu meinem Ärger mit Streaming und Videoausleihportalen. Oh, schrecklich. Naja. Und, oh, schon wieder alle? Habe ich noch was? Wir haben noch Dirt, sehr schön. Ansonsten läuft alles eigentlich ganz gut. In letzter Zeit komme ich irgendwie weniger zum Aufnehmen. Das ist echt schrecklich. Ich habe so wenig Zeit, weil ich Real Life ein bisschen angespannt natürlich auch. Wenn man Stress hat, ist man angespannt, aber eher eingespannt. Das ist immer ein bisschen schade. Ich nehme ja so total gerne auf und jederzeit gerne eigentlich, aber ich habe echt wenig Zeit leider. Oh, vor allem diese Woche hatte ich ganz wenig Zeit. Das ist nervig. Ich würde am liebsten die ganze Zeit aufnehmen. Aber naja, was soll man machen? Arbeit und sowas geht vor. Das kann man nicht ändern. Hm, ich fürchte, wir werden keine Insel mehr finden, bevor unsere Klötzchen alle sind. Ein paar Ascheblöcke haben wir noch. Aber dann ist es vorbei. Gucken wir mal. Wir hatten noch ein paar Ascheblöcke. Die benutzen wir. Nein! Nein! Oh nein! Ich habe die Ascheblöcke weggeschmissen. Das war keine Absicht. Wir haben noch drei Steinblöcke. Scheiße. Ach, Mann. Ich benutze doch nicht die Goldbricks, um uns hier einen Weg zu bauen. Nehme ich das hier noch. Guck mal, hiermit noch. Und dann ist es leider vorbei. Scheiße. Ich fasse es nicht. Gucken wir nochmal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein!
So ein Dreck aber auch. So ein Dreck. Okay. Kann ich mich an dem hier auch hochziehen? Ja, okay. Dann bauen wir doch mal hier schnell ab. Ein bisschen was. Also, das möchte ich mir ja eigentlich nicht entgehen lassen, die Insel da oben. Wie viele brauchen wir da bis dahin wohl? Das war ziemlich hoch. Auf jeden Fall einiges, würde ich sagen. Scheiße, nee. Und der Fall war so lang. Das muss so hoch sein. Oh Mann, verdammt. Das ist ja echt ätzend. Also ist natürlich super, dass wir die Insel entdeckt haben. Per Zufall. Oh, wäre ich einfach nur erstmal gesprungen. Aber nein, nein, nein. Wieso springen? Nein, nein. Okay, ja, wir haben ja jetzt die ganzen Ascheblöcke und eigentlich auch das Holz hier jetzt. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Wenn nicht, kann ich mich ja schnell fallen lassen und noch mehr holen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass hier gerade jede Menge Gegner in der Gegend rumhängen, die ziemlich nerven. Wie hatten wir das noch gleich gemacht, wenn es unter uns ist? So. Nee. Wie hatte ich das denn gemacht? Ja, das kann ein wenig dauern. Und erfordert vor allem ein wenig Konzentration meinerseits. Auch wenn es nicht so aussieht. Ist das nicht gerade einfach. Aber wir kommen ja bald schon aus dieser ätzenden Gegend raus. Genau. Hier kommen, glaube ich, erstmal weniger Gegner. Oh mein Gott! Stirb, 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 stirb! Oh, nein! Schmeiß mich nicht runter! Oh. Hä, können wir gar nicht runterfallen? Oh, ich dachte schon wegen dem... Oh, wegen dem Kopf. Okay, machen wir so. Ein bisschen schief. Ist egal. Oh, nee. Oh, Leute, nervt mich einfach nicht. Lass mich doch einfach hier hoch. Ernsthaft mal. Ja, 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 ja. Bitte. Eine Gegend, wo nicht mehr so viele Gegner erscheinen. Oh Mann, die nerven total. Sorry. Ich drehe gerade ein bisschen am Rad. Das nervt einfach. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt muss ich das wegmachen. Okay. Na, 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 na. Ich sag jetzt einfach mal nichts. Das ist einfach nur scheiße. Voll ärgerlich. Ich würde sagen, zwischendurch kann ich ja schon mal einmal kurz so hochhüpfen. Also hochschweben. Damit wir schon mal sehen. Oh, tatsächlich. Das tut Schaden. Das tut Schaden tun. Sowas aber auch. Na, 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 na. Mal kurz zur Sicherheit. Oh, vielleicht sind die auch dann zu doof und kommen nicht hier hoch. Oh nein, leider nicht. Huch. Oh, ein Stück von dem Viech ist jetzt eingearbeitet in meinen Turm. Oh, scheiße. Ist noch nicht annähernd in der Nähe. Verflixt. Bitte, bitte, bitte. Ja, Was kann ich noch so erzählen? Übrigens, was echt gut getan hat meinem PC und was auch bewirkt hat, dass es viel besser läuft jetzt, ist, es durchzupusten mit einem Druckluftspray. Das hat echt gut funktioniert. Voll super toll. Das war ein Tipp von Kicher85, glaube ich, war der Name. Vielen Dank dafür nochmal. Zum Beispiel hier jetzt auch. Es ruckelt gar nicht. Eigentlich erstaunlich. Ich hoffe, die Aufnahme läuft wirklich. Es ist sehr ungewöhnlich, dass es nicht ruckelt bei Terraria. Ja, fast geschafft. Cool, wir brauchen nur noch ein paar... hallo. Nur noch ein paar Klötze und wir sind da. Das reicht vielleicht schon. Nein, nicht ganz. Okay, aber fast. Jetzt aber. Yay! Und nun? Aha, okay. Dann bauen wir uns hier jetzt noch
ein bisschen was hoch. Und dann holen wir uns nur noch den Inhalt und dann ist Schluss. Also, naja, vielleicht bauen wir noch das Gold ab, was da so rumhängt. Rumhängt? Naja, doch, es hängt rum. Es ist ja eine Insel. Also dann sind die aber schon ganz, ganz leicht auf verschiedenen Höhen. Dann kann es natürlich sein, dass wir schon mal was verpasst haben. Das ist ja schade. Aber nicht so schlimm. Ich finde es schon super, dass wir jetzt so einiges entdeckt haben. So. Ach so, ist ja falsch. So. So. Jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen höher. So. Da arbeiten wir uns jetzt langsam rein. Oh nein. Da sind wieder meine Freundinnen. Hab hier 1 und hab hier 15 und hab hier 18.000. Ich hasse euch. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Keine Panik, Leute. So. Gleich ist Nacht. Ich hole, glaube ich, wirklich besser nur den Inhalt. Kommt da nicht durch. So. Scheiße, das reicht nicht. Oh. Was haben wir denn da? Was haben wir da Schönes? So. So. Ich erkenne gar nichts. Mal kurz Licht machen. Ist das da unten? Ich glaube, das ist Stein. Wobei, wenn ich sage, dass es Stein ist, ist es wahrscheinlich Silber, weil ich immer nicht erkenne, was das ist. Hey, ist das nur Kupfer um das Ding rum? Was soll das denn? Puh. Nicht mal eine richtige Goldfestung drumherum, nur eine Kupferfestung. Ist ja voll boring. Finde ich ja echt mies. So. Da wären wir. Waha! Nochmal geschafft. Finde ich super. So, was haben wir denn hier? Oh, Mythical Star Fury. Ich habe keine Ahnung, aber es hat eigentlich ziemlich gute Werte. Aber sonst ist der Rest eigentlich ziemlich langweilig, oder? Naja, egal. So, dann nehmen wir das noch mit. Und? Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Wir haben genug Silber und sowas und dieses Kupferding hier brauche ich eigentlich nicht. Dann gehen wir mal zurück und gucken noch ganz kurz, was wir hier miteinander verbinden können vom Equipment. Das würde mich ja jetzt interessieren. Weil ich eigentlich so im Gefühl habe, dass man diesen Ballon, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob man den hier reintun muss, dass man ihn mit irgendwas verbinden konnte, habe ich das Gefühl. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie gesagt. Dirt machen wir mal weg. Dann kann ich das hier auch noch mit reinmachen. Und, geht hier irgendwas? Oh, ah, da! Cloud in a bottle mit shiny red balloon ergibt... Cloud in a balloon allows the holder to double jump. Aber wahrscheinlich viel höher, ne? Ah, und das ist... Oh. Ja, den haben wir sowieso doppelt. Ja, das ist ja super cool. Das machen wir zusammen. Das machen wir zusammen. Sehr cool. Yay. Das ist ja super gut. Okay, cool. Und dann können wir das. Und dann können wir sogar noch eines der Items hier mit ausrüsten, die hier noch... Wow! Seht ihr das, wie unfassbar hoch ich springe? Das ist ja cool. Voll cool. Ja, was haben wir denn noch so? Ja, das hier. Super. Wow, das muss ich direkt nochmal draußen ausprobieren, kurz. Wow! Und dann nochmal. Und dann noch das hier. Finde ich super, wow. Voll schön. Okay, das hat sich doch, finde ich, total gelohnt, der Ausflug. Und das hat Spaß gemacht. Okay, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann versuchen, die andere Form des Abbaus da unten zu betreiben, wenn ich es hinkriege, dafür die nötigen Ingredienzien zu kriegen. Okay, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Es hat großen Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge von Terraria wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.